So, da sind wir auch wieder mit Final Fantasy VI und gerade in einer Zwischensequenz gespeichert. Arves, das hat aber lang gedauert. Wie läuft dein Geschäft der Plünderei? Und Schatziger, der die Weltgeschichte auf vergessenem Faden nach Wertvollen durchstöbert. Ja, das ist unser zweiter Charakter mit dem Namen Luke. Quasi der zweite Charakter, den ich selber persönlich auch als Hauptheld so ein bisschen ansehe, neben Terra. Ich sage lieber Schatzjägerei. Ach, was? Eher Haarspalterei. Locke, Luke. Ein Riesenunterschied. Also wie gesagt, er mag die er ist eben Schatzjäger und mag quasi nicht verglichen zu werden mit Räubern und Dieben. Egal, hast du etwa mich rufen lassen? So, jetzt. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ja, das war ich. Du sollst ein Mädchen treffen. Hoffentlich hat's nichts mit dieser imperialen Magit-Hexe zu tun. Soldaten vom Imperium verfolgen sie in diesem Moment. Marché ist ein Klacks für das Imperium. Wir können nur mit Hilfe der Löwen einen geheimen Widerstandsbewegung unabhängig bleiben. Diese junge Frau ist für ihre Taten nicht verantwortlich. Sie muss unser Dilemma unbedingt verstehen. Alles klar, dann helfen wir ihr. Eben, schlagt euch nach Figaro durch und sprecht mit dem König. Also, jetzt mit Luke. Müssen wir jetzt hier, wie man schon sieht, Wache. Aber jetzt! Wie gesagt, die Wache holt jetzt ein bisschen Verstärkung und Luke muss sich quasi jetzt alleine gegen diese Gegner stellen. Luke, na wunderbar. Da ist ja die ganze Meute. Oder bist Luke etwa doch nicht allein? Nein, er hat noch ein paar Gehilfen. Monkeys, sagt bloß, ihr wollt mir helfen. Kupo! Ja, die Monkeys sagen immer ganz gerne Kupo, egal in welchem Teil eigentlich, glaube ich. Und ja, kleine süße Viecher, wie ich finde. Moki, mit uns musst du Terra vor den Wachen schützen. Also was ich schon gesagt habe, Terra ist zurzeit bewusstlos und wir müssen jetzt quasi mehr Infos. Du wirst in drei verschiedenen Gruppen kämpfen, die du mit Y wechseln kannst. Deine Aufgabe ist es, den Anführer zu besiegen, bevor seine Leute Terra erreichen. Sonst, also wie gesagt, wir müssen jetzt quasi hier gegen die Gegner kämpfen. Und eine gute Taktik ist dabei immer, die beiden als Wachen hinzustellen, während man selbst quasi gegen die Gegner kämpft. Und auch die kleinen Kupus haben natürlich immer so Namen, wie zum Beispiel Mogin, Mogpu, Mokshi. Und auch die haben so verschiedene Waffen. Und
natürlich sollte man sich nicht entgehen, sich das entgehen zu lassen, gegen die gesamten Gegner auch zu kämpfen. Denn das gibt alles Erfahrungspunkte. Und man sollte wirklich immer darauf achten, alle zu besiegen und danach den Endboss. Und Luke besitzt auch die Fähigkeit zu stehlen, was natürlich noch mehr dazu führt, dass er als Räuber dargestellt wird. Und mit diesem Stehlen kann man eben halt auch Gegenstände klauen. Oder stehlen. Und ja, besonders jetzt... oh, da hat's zwei dahin gerafft. Aber keine Sorge, die sind bewusstlos. Nein, auf jeden Fall, zum Beispiel hier die Phönixfeder, halt Verwundung. Und damit können wir eben halt auch die kleinen Mokis wieder beleben. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, wie gesagt, man sollte möglichst gegen alle Gegner kämpfen. Ja. Wie gesagt, es wäre auf jeden Fall von Vorteil. Nicht geklappt. Also dieses Stehlen klappt wirklich eher selten. Und im Grunde genommen könnte ich jetzt auch schon zum Endboss hinlaufen. Ja, lauf du da lang. Wie gesagt, ich habe die anderen, die beiden hier, habe ich im Grunde genommen nur dahingestellt, damit eben halt, falls doch einer mal durchläuft, laufen sollte, dass eben halt quasi noch so eine kleine... Widerstand noch da ist. Und ja. Wir haben ein Problem. Ja, durch dieses eine Netz ist natürlich der eine bewegungsunfähig geworden. Sieht nicht gut aus für uns. Schlafsack können wir auch nicht benutzen. Sieht auch nur so aus, als muss ich den guten Part auch noch nochmal machen. Ja, natürlich hält auch diese Bewegungsunfähigkeit nicht immer an. Das ist natürlich gut. Ja. Wir gehen natürlich nochmal zum Endboss hin. Und genau deswegen habe ich die dahingestellt. Damit nämlich die Gegner dann doch abgehalten werden. Und hier sieht man auch Mokshu, Mokpon, Mokmuk. Zu Mok, also wirklich. Und die haben auch alle verschiedene Waffen. Ist natürlich jetzt gut, dass auch ein bisschen Heilungsgegenstände jetzt da gelassen haben. Also man könnte wirklich so machen, einen kompletten Kämpfe mit den kleinen Mokris machen. Den kleinen Mox. Ich nenne sie immer Mox. Ja, im Grunde genommen könnte man mit denen den gesamten Kampf schon machen.
ob es jetzt so empfehlenswert ist. Ist so, würde ich sagen. Nur ich weiß dann nicht, ob Luke und die anderen Kupos, Kupos, ja, eben halt die gesamten Erfahrungspunkte bekommen. Und ich sehe auch gerade, meine Zeit ist wieder zu Ende.